Jumping off the edge, they say dreamers never die. So come and fly, come and fly.
Hallöchen, kann man mich jetzt hören? Ja, ich habe gerade eben versucht, schon das Spiel zu starten, was wir nachher spielen wollen. Es hat im Hintergrund ein bisschen Geräusche gemacht, hat ein bisschen geregnet. Ja. So sieht's aus. Herzlich willkommen zu meinem Livestream, zu meinem Warm-Up-Livestream zu Gamescom 2020. Ja. So. Na dann. Was wir heute vorhaben, ist unter anderem ein kleines Let's Test zu machen und uns mal eines der Indie-Games anzugucken, die schon jetzt angekündigt sind und dann in der Indie-Arena auch laufen werden, die im Rahmen der Gamescom auf der Indie-Arena zu finden sein werden. Da habe ich mir jetzt schon mal einen rausgepickt und das werden wir uns heute mal anschauen. Schauen wir nachher mal rein. Okay, ich bin zu hören. Funktioniert. Ich bin klar und deutlich zu hören. Jo. Gamescom ist los. So, machen wir mal die Musik aus. Die ist dann doch ein bisschen nervig, wenn ihr mich reden hören wollt. Ja. Gamescom ist wieder. So sieht's aus. Und ja, da kann ich gleich mal hier die. Kann ich gleich mal wechseln. Kann ich auch Aufnahmesetup. Da haben wir hier. Dieses hier. Haben wir den vollen Bildschirm drauf. Kann ich gerade hier nochmal zurecht. Ganz professionell wie immer. Hier mal ein bisschen zurecht machen, damit ihr nicht den ganzen Bildschirm sehen müsst. So. Damit das ein bisschen hübscher aussieht. So. Ja, Heart of Gaming. Gamescom 2020, die fällt jetzt wegen Corona leider aus. Deswegen findet die nur virtuell statt und ja, ich habe mich da schon ein bisschen umgesehen und habe mich auch schon angemeldet bei Gamescom Now. Da will ich jetzt gar nicht draufklicken, weil dann wahrscheinlich mein Profil, wo ich schon eingeloggt bin, angezeigt wird. Ich habe das auf jeden Fall nochmal in der Videobeschreibung verlinkt, in der Streambeschreibung hier. Gibt es hier drei Links, die ich unten reingepackt habe. Ja. Auf dem einen sind wir gerade drauf. Nee, hier, das ist das eine. Hier auf der Indie Arena Booth 2020. Dort findet folgendes statt. Dort
Kann man nämlich hier, kann ich gerade mal zeigen, wo man da draufklickt, kommt man hier in die Arena Online. Und dort kann man sich jetzt schon, wenn man hier kann man jetzt schon sich einen Account erstellen. Und dann ab morgen, wenn ich das richtig geguckt habe, ab dem 27.8. kann man online mit dabei sein. Hier steht es auch. From the 27. Ja, vom 27. bis zum 30. August ist das hier offen. Ja. Habe ich euch auch gerade mal verlinkt und hier muss man sich bei Gamescom Now anmelden, um ja die ganzen Highlights hier zu sehen, die große Opening Night aus, ich glaube Los Angeles ist die oder wo kommt die her? Wird auf jeden Fall, ja, 20 Stunden sind es noch, bis es losgeht, bis die ganzen Streams und die ganzen Shows losgehen. Dann vor die Opening Night, die findet wahrscheinlich dann statt um 19:30 Uhr, wenn ich richtig gelesen habe. Um 19:30 Uhr beginnt die Opening Night Show. Und ja, ab da an die Tage über immer wieder kleine Shows, die du dir, kleine Livestreams, die du dir angucken kannst. Ja, kleine, was heißt kleine? Livestreams, die dir. Verkündigung, halt so wie kann man sich so ungefähr wie die E3 vorstellen, glaube ich. Ich ist auch meine erste virtuelle Gamescom, die ich mitmache. Aber nach dem, was ich so bisher erlebt habe, nach dem, was ich bisher so gelesen habe, ja, 100% digital, 100% kostenlos. Ja, das ist auch das Wichtige, ist alles kostenlos, kannst halt alles online anklicken, kannst überall mit dabei sein. Im Hintergrund läuft hier noch die Musik von der Indie-Arena. Da kannst du halt dann noch auf Vollscreen gehen und dann kannst du ja auf Vollbild machen und dann kannst du dir dann am 27., wenn du dir ein Profil erstellt hast, kannst du dann, wie du hier im Hintergrund schon sehen kannst, mit deinem Avatar herumlaufen und wahrscheinlich dann mit den ganzen Entwicklern reden, die Spiele-Demos anspielen, die Trailer sehen und so weiter. Wie in den Gamescom, bloß halt, ja. Im virtuellen MMORPG-Stil. So. So sieht's aus. Die Opening Night, die werde ich nicht angucken. Ja, vielleicht auch. Ich werde sie nicht streamen, zum Beispiel zum reden. Also es wird kein Co-Stream auf meinem Kanal geben zur Opening Night. Der Mordev, mein Bilateral-Podcast-Kollege, der andere Podcaster, für den kann ich ja mal gut Werbung machen. Der hat zumindest gesagt, dass er das mal machen will. Der wird wahrscheinlich die Opening Night auf Twitch live streamen. Also wenn ihr das sehen wollt, könnt ihr bei ihm vorbeischauen. Und ja, auf dem Bilateral Podcast-Kanal, der ist auch verlinkt im Chat, im Stream-Chat, da gibt es dann am Freitag, um welche Uhrzeit weiß ich noch nicht, 17, 18 Uhr wahrscheinlich, irgendwo entweder 17 oder um 18 Uhr, da gibt es dann einen kleinen Livestream, live von der Gamescom. Da machen wir dann einen kleinen Podcast, da nehmen wir einen Live-Podcast auf. Jo, da bin ich schon gespannt, wie das laufen wird. Also bei mir gibt es heute den kleinen Warm-up-Stream, wo ich ein bisschen mit euch talke und so ein bisschen das hier mache, was ich gerade mache, mir das Ganze mit euch angucke. Ja, da musste ich halt anmelden, melden kannst du hier. Max Mustermann. Wisst ihr, wie ihr euch da anmeldet? Und ihr Passwort reingeben und dann, ja, wichtig, beide Haken klicken und dann. Wie das läuft morgen, weiß ich nicht. Ob und wann das geöffnet wird, weiß ich auch nicht, aber ja. Ich werde auf jeden Fall morgen
auf dieser virtuellen Messe unterwegs sein und mich dort mal ein bisschen da mal durch die Hallen rennen und vielleicht den einen, hoffentlich dann auch den einen oder anderen von euch treffen und dann mit euch da so ein bisschen chatten. Ja, also morgen ist erstmal durch diese virtuellen Hallen laufen und eventuell den einen oder anderen Stream hier gucken, die eine oder andere Ankündigung. Ja, mal schauen, was hier in der Gamescom Cosplay Village abläuft. Morgen ist einfach mal so ein bisschen ohne Stream rumlaufen. Ich werde das Ganze aufnehmen. Ich werde die Aufnahme im Hintergrund laufen lassen. Wenn was Gutes passiert, werde ich ein bisschen was dazu sagen. Und ich werde den ganzen Scheiß, den ich morgen aufgenommen habe, irgendwie zu einem Vlog, zu einem Vlog, in Anführungszeichen, zusammenschneiden, dass es dann ein Ersatzvideo. Also eigentlich wäre ich ja auch auf der echten Gamescom gewesen und hätte dort, wäre dort persönlich rumgelaufen. Davon gäbe es dann ein Video, wie ich mich dann mit meiner Kamera selbst gefilmt hätte. Das versuche ich dieses Jahr auch hinzukriegen. Ich werde mit OBS das Ganze aufnehmen, wie ich hier wahrscheinlich in der Indie-Arena mich aufhalte und mit den Entwicklern rede. Da habe ich mir schon ein paar feine Sachen ausgedacht, die dann für einen Vlog, für ein Video, dann für eine Aufnahme ganz spannend sein könnten. Ja, Donnerstag, also Aufnahmetag, da treffe ich vielleicht den einen oder anderen von euch hier in der Indie-Arena. Und Freitag ist dann Podcast live von der Gamescom mit dem Modi zusammen. Und Samstag dann wahrscheinlich auch wieder ein bisschen Gamescom rumgelaufen. Mal schauen, ob ich Samstag noch ein bisschen live streame. Vielleicht mache ich dann, vielleicht kriege ich Samstag auch noch einen Livestream hin. Unwahrscheinlich. Aber ansonsten Sonntag wieder ein Livestream. Sonntag geht es dann mit nach der Gamescom. Ja, Sonntag läuft die Gamescom noch, aber Sonntag gibt es dann wieder normal von mir Little Nightmares Livestream. Reicht mir dann auch. Ja, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag ist dann das dann Sonntag wieder normaler Livestream. So, wir haben uns eigentlich, ich werde jetzt mal riskieren, hier auf Gamescom Now zu gehen. Hier Registrierung Gamescom Now. Hier so, da kann man sich registrieren, da muss man sich ja. Da muss man sich dann registrieren. Da hat man kurz mal gerade eben meinen Account gesehen. Ja, auf der Seite kann man sich dann anmelden. Da muss man die ganzen, ja, ihr kennt die Anmeldungsprozesse dort. Da muss man, ich weiß nicht, was das genau bringt. Hier steht Zugang zu exklusiven Angeboten. Eine personalisierbare Videotimeline, okay, ja, das klingt eigentlich ganz interessant und viel mehr. In-game-Items und so weiter. Also es lohnt sich da, sich auf jeden Fall anzumelden. Ich weiß nicht, inwiefern man das brauchen wird, um dabei zu sein, aber ja. Ja, hier ist noch der Pressebereich. So, dann würde ich mal, glaube ich mal. Dann würde ich mal, glaube ich mal, ja, genau. Dann würde ich mal zum Spiel wechseln und mal mit euch das Spiel angehen. Da kann ich auch noch mal gleich zeigen, wo ich das hier habe. Na komm. Hier, wenn man unter Spiele geht. Hier, da sind die ganzen Spiele schon ausgestellt. Die ist dann 2020 aus der Gamescom von der Indie-Arena präsentiert gibt. Hier mal für Windows, das interessiert mich. Für PlayStation brauchen wir keine Spiele hier zu gucken. Da habe ich nämlich keine. Hier Space of the Unbound, das habe ich hier gefunden. Wenn man hier dann eben auf Steam geht, dann kann man sich auch hier schon hier den Prolog installieren. Da gibt es den Prolog schon
zu runterladen. Also einige Spiele haben hier auch schon die Möglichkeit, angespielt zu werden. Hier könnt ihr euch anschauen, was ihr schon anspielen wollt. Prinzipiell könnt ihr jetzt schon loslegen und die Demos einfach mal antesten und dann morgen mit den Entwicklern reden. Und der Gamer GHG ist im Chat aufgetaucht. Sei gegrüßt, Gamer GHG. Oder wie man es ausspricht. Ja, ich habe mir mal gerade eben. Wo ist das Spiel? Wo ist das Spiel? Ja, das Spiel habe ich mir rausgepickt. Hier, Space of Unbound. Hier kann man auch Pressekontakt zu den Entwicklern halten. Ja. Sehr gut. Kann ich das gleich hier mal? Ne, Spiel installieren ist ja schon. Kann ich es gleich mal öffnen? Spiel starten. Ja gut. So, Spiel starten. Ich habe es doch schon in meiner Bibliothek. Da muss ich gerade mal nochmal die Bildschirmgröße wieder richtig. Ganz professionell hier in OBS. So. Da seht ihr auch mal meine ganzen Spiele, die ich hier habe. Und hier müsste ich eigentlich auch schon die Demo runtergeladen haben. Hier ist Space. Vor der Anbaut. Dann spielen wir das jetzt mal. Sehr gut. Dann beginnen wir mal das letzte Test. Spielen wir dieses Spiel. Und zwar in Deutsch. Productions oder wie es ausgesprochen wird. Motikane präsentiert. Mod oder wie es ja Leertaste. Ich drücke die Leertaste. Und damit seid gegrüßt zu dem Spiel, das ich schon wieder vergessen habe, dessen Titel schon wieder verdrängt habe. Es war eine kühle Nacht. Die Prinzessin des Südsterns lag kraftlos da und die Katze war beunruhigt. Ist alles in Ordnung? Hört er mich? Ist die Musik zu laut? Die Stimme zu laut? Die Musik zu leise? Die Stimme zu leise? Dann schreibt es mir in den Chat. Ich muss mir hier gerade auf den Kopfhörern mal ein bisschen leiser machen. Okay, die Katze war also beunruhigt. Miau, Prinzessin, ihr seht sehr krank aus. Schnurr. Geht es euch gut? Miaute die Katze. Die Prinzessin schaute in den Nachthimmel und überlegte. Es war Zeit, sich zu verabschieden, die Welt hinter sich zu lassen. Oh nein! Ich möchte dir etwas geben, meine liebste Freundin. Ein Abschiedsgeschenk. Ich werde dir mein letztes Wunder offenbaren. Etwas leuchtete hell in ihrer Handfläche. Es war das Wunder. Die Katze war überwältigt vor Ehrfurcht und trotzdem fing sie an zu weinen. Miaue, Prinzessin, tut das nicht. Ich will euch nicht gehen lassen, miaute die Katze. Die Prinzessin lächelte nur und blickte in die vertränten Augen der Katze. Alle anderen interessierten sich nur für meine Wunder. Jetzt habe ich das überblättert. Vielen Dank, dass du meine Freundin bist. Mensch, ich kann nicht. Ich auch nicht. Es wurde hell und warm. Die leuchtende Prinzessin des Südostens. Ja, da war ich wieder zu schnell beim Klicken. Sorry. Bin ich zu voreilig und wurde in den Himmel zerstreut.
aber ihr Licht blieb in dieser wunderbaren gelben Blume erhalten. Alleine zurückgelassen umarmt die Katze die Blume. Oh, Prinzessin, die Welt hat dich nicht verdient. Ich weiß. Also, was denken Sie, Mr. Co-Autor? Deine Geschichte ist toll. Sie hat mich echt berührt und ich kann es kaum erwarten, den Rest zu erfahren. Die Welt, die Abenteuer, die Charaktere, ich liebe alles. Aber die Prinzessin mag ich am meisten. Oh, puh, freut mich, dass sie dir gefällt. Ich war ein bisschen besorgt und überhaupt nicht sicher, was die Geschichte angeht. Erst wollte ich die Prinzessin zu einem Kometen machen, wenn sie stirbt. Und dann hätte sie den Planeten zerstört und alle Kreaturen, ihr Wunderstrahl, mit ihm. Und dann wären Laserstrahlen aus dem Himmel gekommen und Dinos wären auf die Erde geflogen und hätten mit ihren Kettensägen Katzen, ja. Aber das wäre ein grausames Ende für die Geschichte. Also weg mit dieser Idee. Ja, ich glaube, das wäre zu gewalttätig und hätte nicht zu dir gepasst. Übrigens, woher hast du die Idee mit den Kometen? Ich erfunde ich in letzter Nacht. Ich war richtig verärgert und habe mir Sorgen gemacht. Und dann habe ich aus dem Fenster geschaut und plötzlich einen wunderschönen Kometen über dem Himmel fliegen sehen. Oh, Mensch, ich wünschte, ich wäre wach gewesen. Und dennoch, ich kann nicht glauben, dass es so endet. Kein schönes Schicksal für die Prinzessin des Südsterns. Soll ich dir das letzte Kapitel vorlesen? Letztes Kapitel? Es gibt mehr? Ja. Naja, eher ein Epilog, aber ich kann es auch als letztes Kapitel erzählen. Es handelt vom allerletzten Abenteuer der Katze. Die Katze muss, die gelbe Blume, sie müssen, komisch. Was ist los? Plötzlich kann ich mich an nichts erinnern. In meinem Kopf herrscht nur Leere. Es lag mir auf der Zunge. Hey, warum gehen wir nicht raus und schnappen etwas frische Luft? Das wird dir helfen, wieder klar denken zu können. Okay. Ja, gut, diese Unterhaltung war jetzt ein bisschen... Ich würde es mal als Quinch bezeichnen. Okay, und wir spielen jetzt den Mann jetzt hier. Wir können auch wechseln. Ah, wir können jetzt reden. Haben wir ja noch nicht genug. Du sagst es, lass uns rausgehen und frische Luft schnappen. Charakter wechseln geht nicht? Nein, geht nicht. Wir können nur reden. Okay. Können wir uns noch hinsetzen? Können wir uns irgendwie auf die Couch? In der Couch interagieren? Scheinbar nicht. Ein Ventilator? Ja, der gehört mit dazu. Das ist, ja, in den Sommertagen gerade. Oh, hier bin ich ein bisschen gesprintet. Habe ich gemacht. Okay, gehen wir mal raus. Ein Auge. Als Übergang. Und jetzt? Geht's dir jetzt besser? Ich weiß nicht. Was ist passiert? Hast du deine Schreibblockade? Ich weiß nicht. Es fühlt sich so düster und unheimlich an. Ich will fast nicht weitermachen und herausfinden, was für eine Geschichte ich erzählen möchte. Das hört sich wirklich nach einer Schreibblockade an. Hey, vielleicht ist es Zeit, das rote Zauberbuch zu benutzen. Das rote? Was? Das rote Zauberbuch. Hast du das schon vergessen? Das Buch enthält den Spruch, mit dem du tief ins Herzen tauchen und das Chaos aufräumen kannst. Oh, dieses rote Buch. Ja, wir haben es schon mal benutzt. Wo ist das Buch? Ich habe vergessen, wo es liegt. Tut mir leid, ich bin so chaotisch.
Hey, kein Ding. Ich helfe dir, nach dem roten Zauberbuch zu suchen. Vielleicht liegt es hier irgendwo. Kannst du nach etwas Rotem suchen? Okay, bin schon dabei. Okay, sehr gut. Wo das wohl sein mag. Wo wohl etwas Rotes hier ist. Ich habe keine Ahnung. Wo finde ich hier nur etwas Rotes? Vielleicht gucke ich mal auf der Seite nach. Hey, wo gehst du denn hin? Hilf mir doch bitte mit meinem roten Zauberbuch. Das sind doch nirgends für rote Sachen. Okay, jetzt kann ich ein bisschen rennen. Untersuchen. Pfeiltasten-Doppelklick, um zu rennen. Aha. Pfeiltasten-Doppelklick. Aha, verstehe. Okay, hier haben wir ein Buch. Können wir vielleicht abhauen? Ich renne weg. Ich renne davon. Ja, okay. Dann helfe ich dir halt mein Buch finden. Wo könnte das nur sein? Habt ihr eine Idee? Ich finde es gerade nicht. Ist so gut versteckt. Ich habe ein Buch gefunden. Das muss das rote Zauberbuch sein. Okay, bringen wir es zurück. Aha, okay. Das ist das rote Buch. Hier hast du. Hey, danach hast du doch gesucht, oder? Das rote Zauberbuch, du hast es gefunden. Na los, versuch das Buch zu benutzen. Aber ich habe Angst, es allein auszuprobieren. Oh Mensch. Würden Sie mir helfen, verehrter Mr. Co-Autor? Bitte, 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 bitte. Wow, beruhig dich. Okay, ich helfe dir ja schon. Sag mir nur, wie ich es benutzen kann. Ich erinnere mich nicht mehr daran. Wenn du es siehst, musst du nur das Buch öffnen. Es siehst? Was? Eine glänzende Blume über den Köpfen der anderen. Glänzende Blume? Ja, glaub mir, das ist die Magie des roten Zauberbuchs. Ich muss das Buch nur öffnen, keine Tänze oder Gesänge. Ja, so einfach ist das. Los, los. Probier es jetzt aus. Okay, wir machen das, was dich verängstigt, loszubekommen. Und um das letzte Kapitel zu finden, das ich dir vorlesen wollte. Da erscheint eine goldene Blume. Okay. Inventar oder... Okay, untersuchen. Pfeiltasten. Okay, ja, das ist... Ach so, so können wir es machen. Interagieren. Nichts. Eintauchen. Da tauchen wir mal ein. Die Dialoge sind ja wirklich ein bisschen doller Quench. Aber gut. Da hat jemand Spuren hinterlassen. Ich habe Angst. Ich traue mich nicht, an das letzte Kapitel zu denken oder es zu finden. Ich habe Angst herauszufinden, was da noch kommt. Was, wenn es schlecht wird? Jeder wird mich für blöde halten. Denk dran, ich habe noch nie etwas beenden können. Dieses letzte Kapitel, werde ich es je beenden können? Naja, Quinch sind die Dialoge jetzt nicht unbedingt. Ich würde es mal so sagen, vielleicht ein bisschen... Noch ein bisschen steif. Es klingt nicht. Ja, so redet keiner. Es ist doch so ein bisschen. Der kann auch ein bisschen was. Was zum Henker. Okay. Was passiert da? Was geht da vor sich? Wir benutzen erstmal dies hier. Ich habe einen Schlüssel gefunden. Ich frage mich, wo das Schloss dafür ist. Ist denn nur das Schloss dafür? Ich habe keine Ahnung. Hast du vielleicht eine Ahnung, wo ich den Schlüssel reinstecken kann? Nichts passiert.
Okay, ich kann sie damit nicht aufschließen. Okay, dann frage ich sie vielleicht mal. Ich habe Angst. Ich habe viel Angst, wenn ich an das letzte Kapitel denke. Aha, okay. Vielleicht können wir es wieder zurücklegen. Okay, das können wir nicht. Dann versuchen wir es mal bei dieser Tür hier. Untersuchen. Das ist eine wuchtige, seltsam verschlossene Tür. Um sie zu öffnen, brauche ich vielleicht einen Schlüssel. Aha. Dann verwenden wir mal einen Schlüssel. Die Tür verschwindet. Und was haben wir hier? Unsinn! Das ist das Blödeste, was ich jemals gelesen habe. Das ist skurriler Nonsens. Absurd. Das kann ich nicht lesen. Armes Ding. Mein einjähriger Sohn könnte was Besseres schreiben. Verwendung für Papier. Aha. Armes Ding. Mein einjähriger könnte bessere Geschichten schreiben. Sohn und unseren Schreiben, armes Ding. Aha. Es war hell und warm. Die leuchtende Prinzessin des Südsterns verwandelte sich zu Sternenstaub und wurde in den Himmel zerstreut. Aber ihr Licht blieb in dieser wunderbaren Gebenblume erhalten. Hahaha. Was für ein Blödsinn. Irgendwie nicht, oder? Ich hatte eine Idee, die vielleicht nützlich sein könnte. Ja, okay. So schlecht fand ich es jetzt auch gerade nicht. Ich versuche gerade ein bisschen zu sprinten. Ja. Nein, nicht. ja, Sprint. Ich habe hier einen Zettel. Diese Geschichte. Ich habe noch immer Angst, aber das kann ich. Sollte ich diese Geschichte erzählen? Soll ich sie beenden? Ja, das könnte funktionieren. Wow, ich habe nicht bemerkt, wie weit wir gelaufen sind. Ja, erstaunlich, oder? Wirklich erstaunlich. Es fühlt sich an, als würde ich im Weltall schweben, wie bei einer außerkörperlichen Erfahrung. Weißt du, wir sollten uns einen Namen dafür ausdenken, wenn du das rote Zauberbuch benutzt. Was hältst du von ins Herz tauchen? Das hört sich cool aus. Hört sich cool an. Ins Herz tauchen? Es hört sich echt cool an und so aussagekräftig. Ja, da du ja in das Innere meines Herzens eintauchst, also ins Herz tauchen. Und hilft das ins Herz tauchen wirklich? Ja, ich habe endlich beschlossen, wovon das letzte Kapitel handeln wird. Oh, wow, cool, wirklich? Ja, vom großen blauen Stern. Es ist, versteht er, was ich meine? Die Dialoge sind noch ein bisschen... Ja, das ist, vielleicht lese ich es auch falsch vor, aber irgendwie, die sind ein bisschen steif. Der große blaue Stern? Ja, der große blaue Stern. Er hat nach ihr gerufen. Während die Prinzessin des Südsterns starb, wünschte sie sich, dass sie wieder dort ist, wo sie hingehört. Und die Katze wird sie zurück begleiten. Genau. Oh, wow. Das hört sich nach dem aufregenden Abenteuer an. Abenteuer. Wird das so geschrieben? Ich glaube nicht, oder? Sorry. Dass wir schreiben und zeichnen sollten. Die Kommentare meines Mr. Co-Autors sind wie immer extrem hilfreich. Nee, kein Problem. Du hast dir doch die Geschichte der Sternprinzessin ausgedacht. Naja, das musste ich ja. Das ist unsere Geschichte. Wir haben sie uns zusammen ausgedacht. Naja, wenn du das sagst, also dann... Hurra!
Hurra! Auf das letzte Kapitel. Ja, das letzte Kapitel. Brauchen wir noch etwas, um die Geschichte fertigzustellen. Wir müssen nun noch ein Raumschiff bauen. Wow, ein Raumschiff! Ja, die Katze wird im Raumschiff die gelben Blumen zum großen blauen Stern begleiten. Die gute Nacht ist, ich habe das Raumschiff schon selbst gebaut. Was? Wann hast du? Darf ich es sehen? Wo ist es? Haha, ich habe die letzten 3 Wochen nach der Schule daran gearbeitet. Es sollte eine Überraschung für dich werden. Natürlich ist mein super geheimer Bastelschuppen auf der anderen Seite des Flusses, damit du ihn nicht finden konntest. Alleine den Fluss überqueren, das ist sehr gefährlich. Oh, mach dir keine Sorgen. Ich habe ihn schon viele Male überquert und bin immer noch hier, oder? Okay, ich brauche eine wichtige Sache, um das Raumschiff fertigzustellen. Eine magische Sache, um es durch das All vorwärts zu treiben. Und diese Sache ist natürlich der Zauberstab der Sternenprinzessin. Und ich habe ihn zu Hause vergessen. Oh Mist, das ist blöd. Wollen wir ihn holen? Nein, ich möchte gerade nicht nach Hause. Unser Haus ist kein guter Ort. Mein Vater, er ist... Hey, keine Sorge, der Zauberstab ist in deinem Zimmer, oder? Ich hole ihn. Oh, das ist für dich okay? Ich meine, du hast mir schon so viel geholfen. Und wenn dich jemand sieht, man könnte meinen, du würdest einbrechen. Keine Sorge, ich bin so leichtfüßig wie eine Katze, das weißt du doch. Tut mir leid, dass du das für mich machen musst. Wirklich, mach dir keine Sorgen, ich helfe dir gerne. Aber du musst mir versprechen, dass du den Fluss nicht alleine überqueren wirst. Wir haben die Sachen zusammen angefangen, wir beenden sie auch zusammen. Ja, du hast recht. Ich verspreche, dass ich auf dich warten werde. Weißt du, wo mein Zimmer ist? Mein Zimmer ist im 2. Geschoss und der Zauberstab liegt irgendwo auf meinem Tisch. Oh, und eine Sache noch. Wenn du dich verläufst, weiß meine Katze Bosky immer, wo es lang geht. Miau. Verstanden. Viel Glück, ich warte hier auf dich. Modi meldet sich zu Wort, da muss ich kurz mal unterbrechen. Was wird gespielt, Herr Streamer-Mensch? Was wird gestreamt? Das Spiel heißt... Sekunde. A Space for the Unbound. Der Prolog, also der kostenlose Prolog, steht auch in der Videobeschreibung drin. Ich dachte mir, ich habe am Anfang noch ein bisschen auf der Website rumgeguckt, habe so ein bisschen erklärt, wo man sich anmelden kann und so weiter. Und... habe jetzt ein Indie-Game von der Seite, also das ist eins von den vielen Indie-Games, die bei der Indie-Arena ausgeschrieben sind, die da auf der Gamescom jetzt beworben werden. Also das ist eins der Demos, die man da spielen kann. Ich habe mir jetzt schon erlaubt, mal eins der Demos auszuprobieren. Und wir spielen jetzt ein Indie-Game namens Space for the Unbound. Der Prolog, also das ist. Der Prolog ist kostenlos, das Hauptspiel muss man sich dann. Das gibt's noch nicht, das muss man sich dann noch kaufen. Machen wir weiter. Du solltest im Hauptquartier warten. Es ist gefährlich, hier herumzulaufen. Du hast recht, aber die Luft ist hier so frisch und angenehm. Ich könnte hier Inspiration für das letzte Kapitel bekommen. Okay, beeil dich einfach. Okay. Oh, und eine letzte Sache noch. Das hast du schon gesagt. Keine Sorge, ich bin schnell wieder hier. Nein, das meine ich nicht. Ich will dir noch etwas anderes sagen. Was denn? Danke für alles. Du bist der beste Co-Autor, den ich je hatte. Ach, du musst dich jetzt nicht so melodramatisch verabschieden. Ich bin gleich wieder da. Na, ob das was wird? Ich habe schon einige Spiele gespielt und ich meine, der eine geht weg kurz und kommt dann wieder.
Ich will nichts spoilern, aber ja. Shit, jetzt spoilerst du mich, verdammt nochmal. PS Pumpkin Jack wirst du 100% feiern. Dem folge ich schon seit dem ersten Tag. Pumpkin Jack, ja, das habe ich glaube ich gesehen, aber ich weiß nicht, kann man das schon anspielen? Kann man das als Thema anspielen? Ja, schauen wir mal. Jetzt hat er gerade ein Buch nachgelesen. Hey, hast du den Zauberstab schon gefunden? Mein Zimmer ist mein zweites. Ja, okay, ja, wissen wir schon. Die Katze wird mich leiten. Mordi, du kannst theoretisch ja jetzt schon anfangen, die Demos zu spielen. Also. Kann man. Itch.io schicke ich dir später. Okay, dann schick mir das mal später. Also Mordi, also und auch alle anderen Zuschauer. Man kann die Spiele, ich habe es ja vorhin schon gesagt, man kann die Spiele rein theoretisch jetzt schon, also man kann die Gamescom jetzt schon anfangen und die Indie-Games auf der Seite jetzt schon anklicken und auf Steam gehen und die Demo-Version, die es da schon gibt, jetzt schon anfangen zu spielen und ja, dann kann man halt die Arenas noch, die Indie-Arenas noch nicht offen, die öffnet erst morgen, aber man kann ja jetzt schon anfangen zu spielen und jetzt schon ein paar Spiele spielen, ein paar Demos ausprobieren und dann morgen mit dem Wissen, dass man so schon gespielt hat, dann zu den Entwicklern dorthin gehen und mal sagen, ich habe gestern ein Spiel gespielt, ein Demo. Versteht? Okay, mit ihr haben wir schon geredet. Okay. Oh, ich habe mal Einstellungen. Lautstärke. Das ist nicht schlecht, das kann ich gebrauchen. Lautstärke ein bisschen leiser machen. Die war mir gerade ein bisschen zu laut. So, Katze, können wir mit der Katze reden? Können wir nicht. Okay, noch eine Katze. Mit der Katze können wir reden. Streicheln. Miau! Zerkratzt. Zerkratzt das Gesicht. Wilde Katzen streicheln, sollte man vorsichtig sein. Ich könnte, aber ich mache das schön morgen und am Wochenende im Stream. Und es entspannt. Und ich kenne ironischerweise verdammt viele schon. Ich bin zu aktiv in der Indie-Szene. Ja, hier von hier Whitewalkers Games, Insomountable. Das bieten die auch oft, das bewerben die auch auf der Gamescom. Das habe ich ja vor ein paar Tagen erst als letztes auf meinen Kanal gebracht. Das ist mein neues Lieblings-Indie-Entwicklerstudio. Insurmountable von Baitokers Games. Von den Machern von Gravity Lane 981 und hier Porlink und. Ist das hier schon dein Haus oder? Nee, wir müssen noch weiter. Die Katze fühlt mich. Hier müssen wir lang. Ah, nee. Okay, können wir mit dir reden? Können wir nicht. Sehr schade. Und die Katze können wir streicheln. Einfach jede Katze streicheln, die am Wegesrand liegt. Könnte gefährlich werden. Mach das nicht zu Hause nach. Nicht jede wilde Katze auf der Straße streicheln. Es kann manchmal, nicht jede Katze mag es, gestreichelt zu werden. Vor allem wilde Katzen nicht. Es muss nicht immer so gut enden wie hier im Spiel. Ja, musst ja auch heute noch nicht anfangen, aber kannst du halt. Modi, das habe ich halt gesagt. Musst halt heute noch nicht die. Aber kannst du, wenn du willst, wenn du dich nicht mehr warten willst. Mal langsam, Alter. Der Verkehr ist schon schlimm genug. Du willst also, dass ich dein schickes Auto ramme? Was? Was zum Henker? Achso, da geht's wieder zurück auf die Brücke. Das ist immer ein weiter Weg bis zur Wohnung. Frisch frittierte Chiemaol. Köstlich Chiemaol. Kommt, holt und erhört euch, Herr Chiemaol. Ich red mal. Kommet Chiemaol. Kommet Chiemaol. Vielleicht sollte ich den Namen zu einem Aufsehen erregen, darum ändern. Aha. Ich
hätte gern einen Löffel von der scharfen Soße. Ach, nur einen? Gib mir zwei Löffel scharfe Soße. Aber das ist Ketchup. Es sieht aus wie scharfe Soße. Ist doch etwas anderes, oder? Okay, bleiben Sie stehen. Entführen Sie gerade meine Katze oder was? Hey, stehen geblieben. Die Sterne erlöschen, der Himmel fällt. Katastrophen, Krankheiten überschwemmen die Dürre und verwüsten das Land. Könnt ihr das nicht sehen? Also ich dachte erstmal, es ist ein Musiker. Es ist scheinbar ein Prediger. Die Berge zittern, das jüngste Gericht kommt. Der Tod ist schon unter uns. Das Omen hat sich erfüllt. Ein Prediger. Du kreist der großen Prophezeiung. Doch fürchtet euch nicht, die Erlösung ist nah. Schließt euch mir an und gehört zu denen, denen vergeben wird und die Unheil überleben. Gern schon. Verstehe. Seht da, der große Komet der Zerstörung reißt den Himmel auf. Die Sterne erlöschen, der Himmel fällt herab. Was laberst du da? Oh, du verwandelte Seele, hast du die Nachrichten von gestern Nacht gesehen? Der Komet der Zerstörung ist endlich nah. Willst du nicht erlöst werden, mein liebes Kind? Für 1 Million Rupia verkaufe ich dir diesen Edelstein, handgefertigt aus einem Meteorit und angesichert mit einem besonderen Geist. Der Edelstein ist ein heiliger Talisman, der dich vor der Verheerung retten wird. Ja, vor der Verheerung wird mich nur das. Ja. Was, du glaubst mir nicht, wie kannst du es wagen? Der Edelstein wurde vom berühmten Orakel. Ja, ich habe er selbst hergestellt. Was, du hast kein Geld? Ja, dann ist es wohl dein Schicksal, verflucht zu sein. Dazu sage ich vielleicht mal einfach mal nichts. Dazu, das lasse ich jetzt einfach mal unkommentiert. Das ist, ja. Kinder heutzutage sind die Schlimmsten. Als ich noch jung war, haben wir das getan, was unsere Eltern uns gesagt haben. Die Jugend heutzutage. Echt schlimm, die immer mit ihrem Fortsatz. Das ist echt schlimm. Das ist. Damals, 1935, da war die Welt noch in Ordnung. Es hängt ein Schild an der Leiter. Diese Leiter ist im Besitz des Zivilschutzes, nicht benutzen. Ach schade, ich hätte sie ganz gerne benutzt. Und heute in den Nachrichten, es wurde ein weiterer Komet gesichtet, der über diese Stadt fliegt. Es ist der dritte Komet, der diese Woche beobachtet wurde. Weder die Regierung noch die nationale Raumfahrtagentur haben irgendwelche offiziellen Erklärungen zu diesen eigenartigen Ereignissen veröffentlicht. Es ist nur ein Komet. Der stürzt entweder auf die Erde und macht Rums oder fliegt an der Erde vorbei. Was gibt es da zu erklären? Gibt es zwei Möglichkeiten. Sieht aus, als würde die Welt bald untergehen, oder? Gut, dass ich Glücksbild schon verheiratet bin. Er liest wohl die Bild. Er oder sie. Ausrufezeichen. Hallo, Frau Devi. Gehen Sie auch zu den Nachbarschaftstreffen? Soll ich Sie ein Stück begleiten? Natürlich. Sie haben Ihre Tochter nicht mitgenommen. Nein. Was ist los? Gibt es ein Problem? Meine Tochter. Seit einiger Zeit hat sie Angst, zur Schule zu gehen. Und mein Mann? Naja, mit seinem Chef läuft es nicht so gut. Ist momentan etwas gestresst wegen des Geldes, das wir uns leihen mussten, damit Nirmala zur Schule gehen kann. Und er lässt alles an Nirmala aus. Jetzt hat sie sich in ihrem Zimmer eingeschlossen und weigert sich, mit uns zu reden. Gott. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Oh wow, tut mir leid, das zu hören. Warum hat sie Angst, zur Schule zu gehen? Ich weiß nicht. Ich will mit beiden über alles reden, aber ich weiß nicht, was ich sagen soll.
Naja, lassen Sie uns zu den Treffen etwas früher gehen und auf dem Weg über alles reden. Ja, das ist eine gute Idee. Keine Angst, Sie können mir alle Probleme anvertrauen. Dafür sind wir Nachbarn doch da, oder? Ach so, Nachbarschaftstreffen. Ich habe schon an was anderes gedacht. Sie sind weg. Jetzt habe ich eine Chance. Weil wir gerade den Spinner hier hatten, der vom Weltuntergang geredet hat, dachte ich hier schon Nachbarschaftstreffen. Da treffen sich die Verschwörungs-Heinis, die Reichsbürger. Das müsste ihr Haus sein. Lass uns auf Nachbarschaftspatrouille gehen. Die Tür ist verschlossen, aber ihr Vater ist wohl im Haus. Es wird gefährlich sein, durch die Haustür zu schleichen. Vielleicht sollte ich so tun, als wäre ich hier, um sie zu besuchen. Aber ihr Vater darf nicht herausfinden, dass sie sich aus dem Haus geschlichen hat. Außerdem würde er denken, ich wäre ein gruseliger Highschool-Schüler, der ein Kind belästigen würde. Das ist alles zu gefährlich, aber ich muss ihr den Zauberstab bringen. Was soll ich nur machen? Katz hat einen Plan. Hey, wie lange bist du denn da schon oben? Oh ja, dieses Fenster im zweiten Geschoss sollte das ihres Zimmers sein. Und es ist praktischerweise offen. Aber wie schaffe ich es zum Fenster hinauf? Da gibt es bestimmt einen Weg. Ich könnte es ins zweite Geschoss schaffen, wenn ich an dieser Wand entlang käme. Aber diese Wand ist zu hoch für mich. Wenn ich doch nur auf etwas stehen oder mich abstützen könnte. Kannst du dich auf den Stromkasten drauf oder... Wie ist jetzt hier der Plan? Diese Straße ist aufgrund der Nachbarschaftsaktivitäten gesperrt. Also doch so ein Nachbarschaftstreffen, wenn es gesperrt werden muss. Auf etwas abstützen. Ob wir das Inventar öffnen können, weiß ich auch noch nicht. Und da haben wir ja noch nichts drin. Suchen wir mal was, auf dem wir uns abstützen können. Gibt es irgendwo irgendwas, was wir mitnehmen können? Was uns weiterhilft? Beschäftigt. Ja, ich bin immer so beschäftigt und müde. So sollte ein wirklich extrem unterbezahlter Zivilbeamter sich fühlen. Die Leiter. Hey, Kitchen, was machst du mit meinen Leitern? Ich bin nur von ihrer Leiter fasziniert. Oh, diese Leiter sieht sehr massiv aus und glänzend. Hast du etwas gebraucht? Geraucht, Kindchen? Ich hoffe, du machst mir keinen Ärger, Kindchen. Niemand betatscht die Leiter. Siehst du nicht, dass ich schon beschäftigt genug bin? Ich würde so gerne etwas Schlaf bekommen. Verdammt, ich könnte die Leiter benutzen, um als an ihre Malers Fenster zu kommen. Aber habe ich noch etwas anderes dabei? Nee, habe ich irgendwie nicht. Das rote Zauberbuch. Könnte mir das jetzt helfen? Eventuell. Bevor wir in die Traumwelt oder wie auch immer in die Welt des Hausmeisters reingehen, machen wir mal eine kleine Trinkpause hier. Einmal nach der Wasserflasche greifen. Ich gönne mir gerade mal einen Schluck. Ihr euch auch. Wir machen eine kleine Trinkpause. Alle jetzt mal was zu trinken holen. Ganz schnell nach dem Wasserglas greifen. So, Hydrationspause. Mein Stückchen getrunken, ein Glas geleert. So, na dann, ins Herz tauchen.
doch mal eben ins Herz. Ach du Schreck. Der Weltraum, unendliche Weiten. Wo sind wir hier gelandet? Wow, diese Blume blüht. Ich frage mich, was passiert, wenn ich alle Blumen zum Blühen bringe? Ja, ich bin so müde, dass ich letzte Nacht lange wach war, um den Kometen zu sehen, tat mir nicht gut. Ich habe mich wach gehalten, indem ich mich beschäftigt habe, aber jetzt möchte ich nur noch für immer schlafen. Aber ich darf jetzt noch nicht einschlafen. Nicht bevor ich das laute Klingeln ausgeschaltet habe. Nicht bevor ich die hellen blauen Lichter ausgeschaltet habe. Und natürlich brauche ich meine liebste Kronkronk-Musik, um mich zu entspannen. Ich will doch nur schlafen. Mach's Licht aus. Mach weg aus. Sie geht nicht aus. Was für eine komische Uhr. Das ist schlecht. Ein Kassettenspieler. Es ist keine Kassette drin. Was für eine Musik soll ich mir anhören? Kassetten. Interessant. Ja, ihr wisst alle, was eine Kassette ist. Das ist nicht. Das weiß man. Nichts passiert. Ein Kassettenspieler. Habe ich tatsächlich noch zu Hause. Kassettenspieler. Also jetzt nicht hier, ja. In meiner Wohnung, aber bei meinen Eltern noch, bei denen liegt noch ein alter Kassettenspieler rum. Okay, was machen wir jetzt? Schläger. So muss das. Ach so, das war ein Schläger. Können wir jetzt noch eine Kassette holen? Kassettenspieler. Okay, wo kriegen wir Kassetten her? Aha. Ich habe das Gefühl, 1000 Jahre Schlaf nachholen zu müssen, aber erst muss ich dieses laute Klingeln und die hellen blauen Lichter ausschalten. Und natürlich brauche ich mein liebstes Kronk-Kronk-Musik. Aha. Und wo sind die blauen Lichter und wo kriege ich Kronk-Kronk-Musik her? Okay. Das war jetzt weniger beabsichtigt. Mal wieder rein hier. So. Das wieder auf, oder? Okay, das Klingeln haben wir ausgeschaltet. Was für blaue Lichter und wie kriegen wir die aus? Was ist jetzt hier der Plan? Kassettenspieler kann ich noch nicht benutzen. Aha, okay, bleibt uns wohl erstmal nur zurückgehen. Und dann? Ach so, der hat da ein Radio, vielleicht können wir dem Kassette klauen. Was geht, Alter?
Und was sagst du? Was soll dieser Hong Kong Beat? Ein Mixtape von mir selbst aufgenommen. Also, was sagst du? Oh, ja, cool, wirklich super. Alter. Ja, oder wenige können heutzutage noch Hong Kong etwas anfangen. Es ist ein altes Musikgenre, das von Kolonisten hergebracht und von unserem Volk perfektioniert wurde. Die Musik ist sehr beruhigend, eine perfekte Begleitung für die Leute, die entspannen und das Leben einfach hinter sich lassen wollen. Hey, weißt du was? Du kannst mein Demo-Tape behalten. Es ist ein Geschenk. Oh nein, das musst du nicht. Doch, Alter, man trifft so selten andere Kronenkong-Fans. Weißt du, außerdem kann ich immer ein zweites Mixtape machen, wann immer ich will. Oh, vielen Dank, glaube ich. Sie haben eine Kassette. Ich habe eine Kassette mit Kronenkong-Musik. Auch wenn ich Kronkong-Musik nicht wirklich verstehe. Okay. Können wir hier noch weiter? Ein Mixtape. Kinder heutzutage. Oh, okay, ja, nee, an der sind wir schon vorbeigelaufen. Gut. Na dann. Schläfen wir mal den Bauarbeiter mal an. Ein Hausmeister hier. Kassette. Müssen wir vielleicht mit in die Traumwelt nehmen. Mit ins Herz. Wir tauchen wieder ins Herz ein. So, jetzt hier können wir hier jetzt das... Kassette. Sehr gut. Es fühlt sich gut an. Ich werde meine Augen nur für eine Minute schließen. Kann ja nicht schaden, oder? Okay. Jetzt schläft er auch in Wirklichkeit. Oh, wow, er schläft tief und fest. Dank dem roten Zauberbuch, vermute ich mal. Jetzt kann ich ja die Leiter nutzen, oder? Zeit, den Zauberstab zu holen. Ins Inventar gesteckt. Ja. Ist ja klein genug, um reinzupassen. Warum nicht? Hierüber, oder was? Ja, hierüber. Können wir hier die Leiter hinstellen? Ja, können wir. Sehr gut. Und hinauf. Einbrecher. Einbrecher und Co-Autor. Aha. Hier sind wir im Kinderzimmer. Zauberstab gefunden. Da ist er. Der Zauberstab der Sternprinzessin. Ist erstaunlich. Es ist erstaunlich, dass sie sich das alles ausgedacht hat. Nirmala, was für ein geistreiches, talentiertes Mädchen. Ich habe den Zauberstab. Au, Kacke. Dachte ich mir, dass das passiert. Du Göre, mach die Tür auf, du undankbares Stück. Wie kannst du es wagen, die Tür zu verschließen? Du schwänzt schon wieder die Schule, oder? Mach die verdammte Tür auf. Du kritzelst doch gerade nur rum und schreibst diesen bescheuerten Nonsens, oder? Du hast keine Ahnung, wie viel Geld ich mir borgen muss, damit du in eine anständige Schule gehen kannst. So dankst du mir, du verwöhnte kleine Göre. Oh, verdammt. Oh, verdammt, das wird jetzt echt heikel hier. Ich hau lieber ab, bevor ihr Vater die Tür einschlägt. Ja, schnell. Schnell raus hier. Es hat angefangen zu regnen. Sie sollte auf mich im Hauptquartier warten. Schnell runter hier. Dass wir hier noch als Einbrecher ertappt werden. Und schnell wieder zurück. Nimm die Leiter wieder mit. Zauberstab? Nee, wieso? Achso, ich dachte, du nimmst die Leiter einfach wieder mit. Nichts passiert. Okay, dann lassen wir die Leiter einfach stehen. Und gehen zurück.
Der wird sein Netter schon finden. Und soll halt ein bisschen suchen. So, hier entlang. Mal ein bisschen Sprint hier. Wir wollen vorankommen. Okay. Es fängt an zu gewittern. Das ist nicht gut. Wir müssen zurück über die Brücke. Ja, der fällt sich etwas anders an, aber wir müssen zurück der zur. Oh, da waren wir dann, oder? Zurück zum Wasser. Hier mal ein bisschen Beeilung. Die Arme steht ganz allein am Wasser. Im Donner, im Regen, im Gewitter. Ja, was? Ich warte beim Hauptquartier auf mich. Ich sollte mich aufmachen. Was? Hauptquartier? Und wo wäre das? Hier? Wo ist sie? Sie ist noch nicht hier. Hilfe! Huch! Ist da jemand? Irgendjemand? Hilfe! Hilfe! Ist da jemand? Diese Stimme, sag bloß. Ich eile zur Hilfe. Wo was? Hilfe! Ach du Schande. Verdammt! Ich kann doch auch nicht schwimmen. Warte, ich muss etwas finden, um mal an sie heranzukommen. Komm schnell, bitte. Ich halte mich nicht länger aus. Ich halte das nicht länger aus. Ich habe Angst. Zauberstab. Hier versucht, dich am Stab festzuhalten. Oh nein. Yeah. Okay. Verdammt. Sorry, der Donner hat mich erschreckt. Keine Sorge, ich werde dir raushelfen. Bleib ruhig. Okay, versuche dich am Buch festzuhalten. Uff. Langsam, langsam. Stück für Stück. Krach. Atme. Ach du Schreck. Jetzt gehen wir hier unter. Ich komme zu mir. Bin auf dem Weg. Wir schaffen das zusammen. Wusste ich doch, dass das nicht schön enden kann. Ich habe... Wir müssen die Geschichte beenden. Ja. Mhm. Was passiert nun? Er sank zu Boden. Ein Spiel von Moiken Studio. E.K. Pramodita. Der Producer Dimas Novkandelfiano hat mitgemacht. Dimas, der ferne Elvin Nisander, war für die Story verantwortlich. Pandu Rukmi, U. Dimas, den hatten wir schon. Roland, Melvin Z und E.K. M. Elvin Nisander, Bloody Shit. Bloody Shit und Dio Al-Sabar Akbar Z. Also Ito Bachatjovan für die Musik von Jenny Rafferty, Frederik Titter und ganz viele andere. Okay, German. Und die verschiedenen Sprachen waren das hier. Ein kleines Lichtlein mit zwei geöffneten Händen.
Schaut so aus, als wären wir am Ende der Demo-Version angelangt, des Prologs. Space wurde anbaut. Prolog, Atma. Ja, das war der Prolog des Spiels. Atma. Atma, hey, wach auf, du faule Socke. Alles nur geträumt. Das finde ich ja jetzt ziemlich schlecht. Uff. Ah ja. Wovon zum Teufel habe ich da geträumt? Fortsetzung folgt. Haben wir noch einen kleinen Trailer. Wurde anbaut. Coming soon. Jetzt erwischt es zu hinzufügen. Ja, das will ich sofort machen. Hier haben wir noch Twitter, Facebook und Instagram von den Entwicklern. Ja, auf jeden Fall. Danke, dass du den Produkt durchgespielt hast. Danke, dass ich den Prolog durchspielen durfte. Also, das hat mir doch sehr schön gefallen. Das ist doch, es war noch, na, bis auf die Dialoge und die Story, die Geschichte, die jetzt so am Anfang noch ein bisschen unglaubwürdig, aber ein bisschen, die Dialoge habe ich ja schon gesagt, die noch ein bisschen steif gewirkt haben und noch so ein bisschen, ja, die Geschichte von ihr. Vielleicht wird es erklärt. Das war ja jetzt hier nur der Prolog. Das ist, wenn es weitergeht in der Geschichte. Ich meine, die Story hat Potenzial. Mit der Blume und so weiter. Vielleicht passiert da noch einiges. Also, jetzt so am Anfang, ganz am Anfang war es so ein bisschen, ja. Aber vielleicht muss das auch. Es ist eine kleine Geschichte von einem kleinen Mädchen. Das ist am Anfang immer noch so ein bisschen. Es kann sich doch noch entwickeln. Ja, hat mir, das hat mir doch, das hat mir doch sehr gefallen, muss ich doch sagen. Das war doch jetzt ganz schön. Es war doch ein schönes Abenteuer. Hat doch auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja. Kann ich mir durchaus mal vorstellen, das haben wir jetzt als Test gemacht. Ist wahrscheinlich noch nicht rausgekommen. Ich füge das sehr gerne zu meiner Wunschliste mit dazu. Da muss ich mich erstmal anmelden. Ja, ich füge das nachher noch zu meiner Wunschliste dazu. Ja. Nee, ist tatsächlich noch nicht. Das kommt demnächst noch online. Das wird noch. Das braucht noch ein bisschen Entwicklungszeit. Aber ja, das ist. Das spiele ich doch sehr gerne. Eines Tages mal als Let's Play. Mal schauen, ich merke es mir. Ich packe es mir auf die Wunschliste, ich merke mir das. Das hat mich doch positiv überrascht. Kann man mal überlegen, ob man das mal spielen will. Ja, und ich bedanke mich beim Zuschauen. Bei den Zuschauern, ich bedanke mich fürs Zuschauen.
Ja, und sag schon mal Däumchen nach oben, sollte es euch gefallen haben. Sollte euch dieses Let's Test gefallen haben. Ja. Ja, hier sind wir nochmal auf der Indie-Arena. Ja, dann sehen wir uns hoffentlich morgen hier in der Indie-Arena Booth online. Sehen wir uns hoffentlich morgen hier irgendwo und können miteinander chatten. Ich werde mir dann morgen gleich einen Avatar erstellen und dort wahrscheinlich stundenlang über die virtuelle Indie-Messe laufen. Ja, ich würze den Stream jetzt hier mal beenden an dieser Stelle. Und sag, ja, Däumchen nach oben, sollte es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da auf meinem Kanal, Zwergenfürst LP abonnieren, um nichts weiteres noch zu verpassen. Auf Bilateral Podcast, auf dem Podcast-Kanal könnt ihr vorbeischauen. Da gibt es am Freitag den versprochenen Live-Podcast. Und hier abonnieren. Am Sonntag gibt es dann spätestens den nächsten Livestream Little Nightmares. Ansonsten vielleicht dann Samstag, vielleicht gibt es Samstag nochmal einen Livestream. Ich kann es nicht versprechen, ich will es nicht versprechen. Glaube ich eher nicht dran, aber ansonsten Sonntag. Und das Video von der Gamescom, das gibt es dann auch noch bald zu sehen, wenn es vorbei ist. Ich werde da morgen fleißig aufnehmen. Ja, hier sehen wir auch schon einen Stand namens Talk. Ich bin gespannt, wie das morgen läuft auf der virtuellen Gamescom. Ich bin dabei, ich hoffe, ihr seid auch dabei und vielleicht trifft man sich ja sogar und winkt sich zu wie die Avatare dort und chattet mal miteinander. Vielleicht trifft man auch den einen oder anderen im Discord, im Sprachchat. Schauen wir mal. Ja. Ich muss jetzt weg, ich muss jetzt wirklich weg. Ich muss jetzt Schluss machen. Gut, ich wechsle hier gerade mal zum Warteraum zurück. Gut, danke, dass ihr zugeschaut habt. Ich mache euch noch kurz Musik an und bin dann mal weg. Zwergi out. Bis dann und ciao. Danke an alle, die zugeschaut haben, sich am Chat beteiligt haben und am, ja, die dabei waren. Bis dann und ciao. Just space, calling us to fly away.
Something at the edge of space, calling us to fly away.